Der Spirit of Istanbul wird am Samstag, den 14. März, ab 18 Uhr in der Station in Berlin-Kreuzberg gefeiert. Die Organisatoren des fröhlichen türkisch-deutschen Festes gaben eine Pressekonferenz und informierten die Journalisten, was an diesem Tag so stattfinden wird. Wir kamen am Anschluss mit Gülcan Kamps, der Moderatorin des Abends, ins Gespräch und wollten von ihr wissen, weshalb man unbedingt zum Yeniraki Spirit of Istanbul Fest kommen sollte. Beim Spirit of Istanbul Festival erwartet uns ja eine ganze Menge. Was würdest du sagen, sind so die drei Highlights, die jeder gesehen haben muss? Also die drei Highlights vom Spirit of Istanbul sind auf jeden Fall ganz wichtig, die tolle Musik, die auf der Bühne stattfindet, zum Beispiel Jupiter Jones und auch türkische Künstler. Dann haben wir ganz, ganz wunderbares Essen, tolle Vorspeisen und natürlich ganz wichtig auch gute alkoholische Getränke, aber auch leckere alkoholfreie Getränke. Also es ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Dann ist ja so die Frage, wir haben eben dieses breite Angebot. Was glaubst du, welches Publikum, für wen ist es? Wer soll unbedingt kommen? Ja, wenn man Spirit of Istanbul hört, dann kann man das so erstmal gar nicht einschätzen, für wen ist das eigentlich. Aber ich kann wirklich sagen, das Event ist so organisiert, dass kleine Kinder mit ihren Eltern kommen können. Es können Teenager kommen, es können Pärchen kommen, Türken, Deutsche, Japaner, einfach wirklich alles durch die Bank weg, weil es ist eine schöne, große Kulturveranstaltung mit viel Essen, Musik, Trinken. Also ist eigentlich für jeden was dabei.